ja eigentlich an der Gesellschaft nichts geändert. Sie hat den Cashflow, sie hat die Unzen im Boden, sie hat die Produktionsexpansion, ist ja alles gleich geblieben. Deshalb steigt dann auch so eine Aktie wieder. Momentan liegen wir zwischen, ja, es ist sehr schwankungsbreit, zwischen 50 und 60 Dollar. Sie haben es ja gesehen, Goldpreis die letzte Woche 50 Dollar rauf, 100 Dollar runter, 50 Dollar rauf. Das merkt man hier. Aber trotzdem, eine Agnico ist ein Unternehmen, wo solide mit den Metallpreisen sich entwickelt. Ich habe hier ein neues Kursziel angegeben. 100 Dollar. Hört sich gut an. Für ein großes Unternehmen. Sie dürfen nicht vergessen, ein kleines Unternehmen, wenn sie einen Fund macht, wenn sie eine Entwicklung macht, kann sich prozentual viel schneller, leichter entwickeln, aber bei höherem Risiko als ein großes Unternehmen, als ein etabliertes Unternehmen. Aber dennoch, glaube ich, ist hier aus heutiger Sicht ein 100% Potenzial drin. Warum? Weil ich persönlich an höhere Goldpreise glaube und eine Agnico wird extremst davon profitieren. Nur ein Beispiel, Goldpreis heute, sagen wir mal 900, in einem Jahr 1200, 1500 Dollar pro Unze. Das heißt, das Unternehmen verdient pro produzierte Unze 500, 600 Dollar mehr. Bei einem Produktionswachstum von 300.000 Unzen auf 1,3 Millionen. Das sind wahnsinnige Chancen, selbst für ein großes, etabliertes Unternehmen. Ich wollte Ihnen einfach nochmal zeigen, der langfristige Chart hier, 5-Jahres-Chart, zeigt ganz klar, alles noch im Lot, Aufwärtstrend vorhanden. Ich könnte Ihnen 20, 30 Charts zeigen, die gehen alle so von da oben nach da unten. Einen habe ich ja noch dabei. Aber das, denke ich, ist ein wirklich solides Unternehmen und ich wollte Ihnen einfach aufzeigen, wie man das ein bisschen einordnen kann in diese ganze Matrix. Moto Gold Mines. Ja, Moto Gold Mines ist einigen, glaube ich, hier im Raume bekannt. Sie sind schon Aktionär. Die Gesellschaft ist im Kongo aktiv und hat da die letzten Jahre eines der größten, wenn nicht sogar das größte Goldvorkommen entwickelt. Also auch sensationell, es sind über 20 Millionen Unzen exploriert worden. Ich weiß keine andere Gesellschaft, die dies geschafft hat in den letzten 5 Jahren. Also wirklich Rekord. Moto besitzt 70% an dem Projekt, 30% die staatliche Bergbaugesellschaft Okimo. Sie sehen, ist ganz wichtig, die Länder wollen selbst beteiligt sein am Profit ihrer Rohstoffvorkommen, das ja letztendlich auch der Wert ist, den das Land zu bieten hat, ihr Rohstoffvorkommen. Und das denke ich auch zu Recht. Wir haben eine sogenannte Machbarkeitsstudie mit einer Jahresproduktion geplant von 400.000 Unzen bei einem Produktionspreis von 294 Dollar die Unze. Sie sehen, in Afrika kann man günstig produzieren, liegt natürlich auch an den günstigen Konditionen. Die Investitionskosten werden geschätzt auf 500 Millionen Dollar, auch mit einer Untertagebaumine. Man hat im April noch 55 Millionen kanadische Dollar aufgenommen, ein frisches Kapital bei 4,35 $. Aber auch das war kein Hinderungsgrund, dass die Aktie sehr stark gefallen ist. Sie sehen, wir sind mittlerweile zwischen 1,50, ja, vielleicht 2 Dollar. Aber die Aktie hat auch sehr stark gelitten hier durch Verkäufe von institutionellen Investoren. Dort sehen wir Erholungspotenzial zumindest in diese Range von 4 Dollar, deswegen auch unser Kursziel. Aber Moto hat nach wie vor die Unzen im Boden, hat die Gesellschaft exzellent weiterentwickelt. Und Sie sehen auch hier das Auseinanderklaffen der fundamentalen Entwicklung von den Aktienpreisen. Ein weiteres Unternehmen, Monument Mining, das Sie schon kennen, vielleicht von einer letztjährigen Präsentation. Da war der CEO selbst hier vor Ort und hat präsentiert. Die Gesellschaft ist in Malaysia tätig mit der sogenannten Salinsing Goldmine, die sie Mitte nächsten Jahres in Produktion bringen wird. Die Gesellschaft hat jetzt im Sommer als einer der ganz wenigen Kapital aufgenommen, 28 Millionen Dollar.
plus 10 Millionen Optionen für eine Wandelanleihe. Das ist genau das Kapital, das benötigt wird, um in Produktion zu gehen. Das heißt, die Gesellschaft hat es eigentlich in einer Phase, wo es schon fast unmöglich war, Kapital aufgenommen, um ihre Anlage zu bauen, und hat genügend Kapital in der Kasse, um dies auch machen zu können. Die Gesellschaft hat auch schon 800.000 Unzen im Boden. Diese Zahl wird sie erhöhen auf über 1 Million. Sie hat sehr, sehr niedrige Produktionskosten im Vergleich zu Australien, circa 1/5. Warum? Malaysia ist auch ein Billiglohnland, ohne es jetzt negativ zu meinen. Der CEO ist schon 67, hat 6 Minen erfolgreich in Produktion gebracht. Habe ich Ihnen vorher gesagt, was ist wichtig? Management, Cash, Projekte und, und. Also hier trifft es perfekt zu. Der Staat bietet sehr gute Anreize. Vom Tag der Produktion muss die Gesellschaft keine Gewinne bezahlen, also keine Steuern auf ihre Gewinne. Und der Staat subventioniert noch Diesel. Hier ganz kurz zum Schluss noch den Chart. Vor einem Jahr waren wir so ungefähr bei 70, 80 Cent. Mein Kursziel war 1,50. Ich liege absolut daneben. Warum? Die Monument hat versucht, das Kapital aufzunehmen. Die Investoren haben immer auf den Kurs gedrückt. Das Kapital wurde aufgenommen hier im Juli bei einem Kurs von so um die 40 Cent. Die Finanzierung war bei 40 Cent. Hat genügend Geld für die Produktion, braucht kein Geld mehr vom Kapitalmarkt. Aber trotzdem, die Aktie fiel jetzt bis auf 15 Cent. Das heißt, es gibt kein Finanzierungsrisiko mehr für den Minenbau. Die Investoren haben 40 Cent bezahlt und sie können es heute für 15 Cent kaufen. Eine wahnsinnige Chance, die ein Unternehmen bietet, das relativ schnell in Produktion kommen kann. Geplant ist Mitte nächsten Jahres, eine wahnsinnige Opportunity. Gestern hat einer gesagt, momentan haben wir Zeiten wie in Weihnachten. Samba Minerals ist ein Unternehmen, das der Nigel Ferguson nachher vorstellt. Ich bin jetzt durch, auch mit der Zeit überzogen, aber wir haben ja auch eine Pause gehabt. Ich freue mich auf Dr. Mark Faber und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für die Einladung, Herr Bravica, und ich freue mich für irgendwelche Fragen, die Sie haben. Kommen Sie auf unseren Stand. Der Herr Steiger oder ich beantworten Ihre Fragen sehr gerne. Herzlichen Dank.